Oh, hi, Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon White 2, Weiß 2, Döner 2, Pokémon Center, was komisch aussieht, 2 und Kartoffel Hallo 2. Ja, wir wollen jetzt in die Liga rein und nein, ich habe nicht offscreen trainiert, as always. Oh, ich könnte. Ach komm. Ich würde sagen, 10 davon und dann noch ein paar Beleber. Ich habe mich jetzt mehr oder weniger auf die Pokémon Liga hier vorbereitet. Wir sind eigentlich, was die Level her angeht, eigentlich wow, gut dabei. Nehmen wir mal 10 Hyperheiler. Der Rest, ja, shit drauf. So, ja. Ich muss noch mal eben kurz gleich das Pokémon-Team durchgehen. Und zwar brauche ich ein Pflanz-Pokémon. Also ich muss einfach wieder dasselbe Team haben, was wir beim letzten Mal hatten, als wir in der Liga waren. Ich werde es vielleicht nicht eins oder eins wieder hinkriegen. Kyurem können wir eigentlich daheim lassen. Jemandens PC-Pokémon bewegen. So, und jetzt seht ihr meine schöne Maus. Ja, die ist richtig Bombe. So, wie deren haben wir sogar schon im Team. Das ist praktisch. Habe ich die jetzt trainiert? Das ist Zorak trainiert. Level 80, ja, das passt. Zorak müssen wir auf jeden Fall dabei haben. Anders geht's nicht. Und ich würde sogar sagen, Kyurem dafür raus. Die anderen können eigentlich bleiben. Joa. Tschüss, Kyurem. Oder? Eisattacke brauchen wir auch. Aber wir brauchen auch Kampf. Ja, Kyurem muss raus. So, das wär's. Ab in die der, die das Liga. Maus aus dem Bild raus, nicht zu vergessen. So, rein hier. Und, joa. Jetzt würde ich sagen, widmen wir uns dieser. Wie hieß sie gleich? Anisia. Anisia, du kriegst jetzt auf der Gesicht. Wieder raus? Hey, man kann sogar anfangs noch wieder rausgehen, okay? Das müsste es sein. What the fuck? Boom! Ich will hoch, 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 hoch. Und jetzt komme ich nicht mehr raus. What the fuck? Help! Leute! Hilfe! Ich wurde gefangen! Egal. Passt schon. Ja, mein Deckname lautet Lebella. Mit diesen unbekümmerten Worten stellte sich der Trainer die Bunkel vor. Doch sein Pokémon hatte eine ganz gewitzte Strategie auf Lager. Na, wie hat dir dieser Auszug gefallen? Das war ein Auszug aus einem Roman, an dem ich zurzeit schreibe. Nichts begeistert mich mehr, als über die starken Bänder. Die labert mir zu viel. Bäm! Anisia Böses, GameZS AKZLP! So, Echnatoll wird eingesetzt. Echnatoll ist vom Typ her Geist. Deswegen sollten wir Zororak einen ganz nach vorne packen. Und ich, Idiot, habe das mal wieder nicht gemacht. So, Tausch. Weil es vom Typ Geist ist, da wir. Ja, Fasers noch, ne? so viel dazu. Mach mal Finte, das wird schon reichen, denke ich. Es hat eine zweifache Wirkung. Kann sogar sein, ja, es überlebt noch. Ich hätte vielleicht doch Dingsbums machen können. Ja, hier. Wie heißt es? Nachtflut oder so. Egal, das passt so jetzt schon. Ja, jetzt kommt von ihr Gloganathanis. Was für ein Ding? Ist vom Typ der Bodengeist. Also brauchen wir. Ja, eigentlich kann Zorak drin bleiben. Ja, mach mal, lass mal drin. Weil sehr effektiv sind Pflanze, Wasser, Eis und Geist und Unlicht. Deswegen machen wir jetzt mal Nachtflut. Badum, zing! Tüdelü! 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 Frostedje! Das ist auch Eis. Eisgeist ist es. Eigentlich kann Zorak wieder drin bleiben. Macht wenig Sinn, was anderes reinzupacken, ne? Weil die hat noch zwei weitere Pokémon. Ja, machen wir mal Nachtflut. Wir sollten eigentlich irgendwas haben, womit wir AP auffüllen könnten, aber haben wir nicht. Zumindest ist mir nichts aufgefallen, wo ich irgendwas dafür kaufen könnte, wie zum Beispiel irgendeine Beere oder so. Drift Zippeli, ne? Fluggeist. Ja, kann weiter drin bleiben. Zorak ist eigentlich hier. Boah, mit dem sind wir gut beraten. So, Nachtflut. Deswegen die ganze Zeit Spamming. Nur Nachtflut, Nachtflut, Nachtflut. Ist irgendwie echt so. Egal.
Skelebara Bra oder so. Ist vom Typ her Geistfeuer. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und ja, wieder kann man Dings drin bleiben, ne? Ja, diese komische Kerzenständer da. Ständer. Hatte Ständer gesagt, Mann. Wieder Ständer gesagt hat, ey. So, damit hätten wir sie fertig. Das ging aber schnell, ne? Oder kommt noch eins? Ne. Doch, Traumagil. Oh ja, das habe ich vergessen. Kann aber wieder drin bleiben. Ne, kann eigentlich nicht drin bleiben. Verdammt! Doch, kann drin bleiben. Ist sogar. Ah, ja. Ich habe mich verguckt. Ich habe. Ja, ich habe mir Notizen gemacht, sozusagen, ne? Ja. Damit ich hier nicht so unvorbereitet bin wie beim letzten Mal und ich dann 10 Minuten lang überlegen muss, habe ich mir Notizen gemacht, mich vorbereitet. Und das sollte jetzt eigentlich reibungslos hier ablaufen. Ja. Tüdelü. So, als nächstes widmen wir uns Astor. Ja, da müssen wir ein Kampf-Pokémon nehmen. Und ja, da würde sich dann jetzt Flambirex empfehlen. Unser wertes, flambierendes Flambirex. So, einer haben wir fertig. Tschatsching! Die Kasse macht blinken. Ja, Flambirex ist ja eh schon vorne. Okidoki, Astor, wir kommen! Dup, 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 dup. Na, jetzt kommt das wieder. Ja. Ding, 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 ding. Könnte meinen, dass der Drachentypen hätte, aber hat er nicht. Oder? Habe ich mich da jetzt verguckt? Nee, der hat Kampftypen. Voll lollig. Unser Leben gleicht einem ewigen Spiel mit den Karten, die uns von einer höheren Gewalt zugeteilt wurden. Wird beim Kartenspiel, wie beim Kartenspiel, bekommt es auch im möglichen Leben darauf an, das Beste aus dem zu machen, was einem gegeben wurde, anstatt sich über ein ungünstiges Blatt zu beschweren und mit dem Schicksal zu hadern. Dem Sieger gehört die Welt, dem Verlierer bleibt nichts, doch gerade dies gibt uns das Gefühl, am Leben zu sein. Ja, schön zitiert von irgendjemandem, keine Ahnung was. Egal. Astor. Jetzt müsste Cleopatra oder so kommen. Ja, Cleopatra. Cleopatra. Ne, Cleoparada. Egal, Typ Unlicht, Kampfkäfer und ja, ich würde sagen, Vogelstoß und Arrivederci. Vogelhieb. Na, geh weg. Tut mir leid für diesen kleinen unsauberen Cut jetzt gerade eben, aber ich wurde unterbrochen und das regt mich auf. Mann! Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt gerade das Pokémon von ihr besiegt. Ich konnte die Animation leider nicht zeigen, weil ich halt eben unterbrochen wurde und das regt mich auf. So, ja, auf jeden Fall das Pokémon, das erste Pokémon ist down. Cleopatra wurde durch Vogelstoß besiegt. So, als nächstes kommt Rabigator. Darauf können wir am besten einsetzen. Ein, ja, Kampftyp wieder, ne? Also weiterkämpfen, tut mir leid, dass man das jetzt gerade nicht gesehen hat. Kann ich jetzt aber leider auch nichts mehr dran ändern. Ja, ist so die Sache, ne? Ja, Erdbeben-Shit. Das hätte ich bedenken sollen. Ah, super, nochmal! Yay, ich freue mich! Richtig, derbe, hart! Mein Gott. Ey, ich hasse, wie ich es einfach nur hasse. Man sagt, man will aufnehmen und dann kommt sowas, ne? Tss. Nie, wirklich nie kriegt man die Chance dazu, mal in Ruhe aufzunehmen. Nie! Außer es ist spät in der Nacht. Nur dann. Sonst geht einer immer irgendjemand auf den Geist. Boah, ich hasse es. So, Flambirex wurde gerade besiegt durch Erdbeben. Fände ich auch mal wieder prima, klasse, ich freue mich richtig. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt Starmie mit Eisstrahl, sollte sehr effektiv sein. Zweifache, also zweimal so stark, aber irgendwie ist es immer noch am Leben. Scheiß Lappen. Ey, willst du mich jetzt verarschen hier? Dein scheiß Rabigator soll mal kacken gehen. So, tschüss. Tüdelü. Irokex. Das ist Typ. Ja, ich kann Flug-Pokémon einsetzen. Es ist nämlich Typ Kampf-Unlicht. Flug-Pokémon, also Fuzzer-Snob. Ja, ich darf gleich erstmal mein Team heilen, gerade eben, weil ich halt eben so unkonzentriert auf einmal war. Und joa, ich würde sagen, fliegen und dann hat sich das schon. Na gut, eigentlich nicht Himmelsfeger jetzt mehr gebracht, aber müssen wir eine Runde warten und dann müsste ich jetzt Fuzzer-Snob auch wieder heilen, da habe ich keinen Bock zu. Ah, Fliegen hat aber auch schon ausgereicht. Perfekt.
Zum Glück habe ich mir natürlich alle Schwächen aufgeschrieben, ey, sonst wäre das jetzt. Sonst sehe ich jetzt hier alt aus. Wasserkampf, Boden, Gestein bei Hundemon ist auch sehr effektiv, also es ist ja Unlicht, Feuer. Ich würde sagen, wir nehmen Wasser-Pokémon und zwar, ja, Starmie wohl oder übel. Müssen wir dann jetzt erstmal kurz in der ersten Runde heilen. Weil sonst geht's nicht. Weil ich mir nicht sicher bin, ob wir schneller sind. Ja. Top-Genesung habe ich ja genug. Hier, komm. Gönn dir eine Runde. Top-Genesung. Donnerzahn. Aua. Das hätten wir nicht überlebt. Hydropumpe. Tschüssi, tschüss. Tüdeli. So, das hätten wir. Nächstes. Kasiri. Wie soll die Namen aussprechen, meine Fresse? Typkampf, tja, Dings ist tot, ne? Wegen Unzuverlässigkeit und was weiß ich was. Ist Unlicht Stahl. Kampf würde vierfache Wirkung bringen. Ich kann aber kurz gucken, ob zufällig ein anderes Pokémon noch eine Kampfattacke hat. Aber ich bin mir recht sicher, dass es nicht so ist. Attacken. Doch hier, Viridium. Welch ein Glück wir doch haben. Nee, Viridium heißt es ja. Viridium, ey. Das sind so seltsame Namen, ey. Ohne Scheiß, wer soll die aussprechen? Ja, ich. Lustig. So. Das hätten wir auch. Kramself. Elektroeis, Gestein. Ja. Nimm mal Elevoltec. Elevoltec! Wer aufgibt, verdient den Sieg nicht. Tja, du verdienst den auch nicht. Donner! Tiddly. So, das sollte schon vielleicht schon gewesen sein. Fände ich nice. Ist es gewesen. Ich freue mich, Nastab. Ich darf den ganzen Part nochmal schneiden, deswegen mache ich jetzt nochmal einen. Hänge ich nochmal einen weiteren hinten dran und im nächsten Part gibt es dann schon den Champignon. Auf dem Erdrunden. Was? Auf dem großen Erdrunden? Auf dem großen Erdenrund gibt es sowohl schlechte Arten zu gewinnen, als auch gute Arten zu verlieren. Denn unser Leben. Ach, jetzt halt die Klappe. Ja, nein, ich will das nicht nochmal lesen. Ich lese es gar nicht. So, ich will hier raus. Tüdelü. So, Team heilen. Als erstes mit Belebar. Ich mache mal unter dem Bildschirm, dass ihr das sehen könnt. War das hier jetzt oder nicht? Da müsste das gewesen sein. Da ist es auch, da ist es schon. Belebar einsetzen. Flammenbirex. So, und jetzt müssen wir noch Top-Genesung, Top-Genesung, Top. Top, top, top Genesung. Einmal da und einmal da bei Starmie. So. Dann widmen wir uns. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig mache. Catella wäre jetzt dran. Catella. Ich glaube, das ist die aber oben. Da oben. Nee, das ist dieser Kampftyp. Kampftyp Fuzzi. Ja. Deswegen gehen wir jetzt hier lang. Das müsste so sein. Ja, das ist er. Oh mein Gott, eine Treppe erscheint. Eine Blume. Oha. Übertreibt halt mal. So, erstes Pokémon ist Sominivura oder was auch immer. Ey, kann man nicht aussprechen. Fünfte Generation, zack! Sorry, von dem Pokémon her natürlich nur, ne? Ist Typ Psycho und ja, da wäre Zoroark gefragt. So, Zurora kommt jetzt nach vorne. Und jetzt, Dilly! Sieh dich satt an meiner morgenfrischen Schönheit, die selbst Blumen vor Neid verwelken lässt. Aber lass dich anschauen, Trainer. Du scheinst mir mehr Stärke und Gutherzigkeit in deiner Person zu vereinen als... Was? Mich, Catella, verlangt jedoch nur nach einem, nämlich einen Gegner, der mich richtig fordert. Dann zeig mir jetzt alles, was in dir steckt. Ja, ich gern auch gleich. Bei deinen Texten schläft man eh ein, ne? Und es müsste links sein. Yep. Sumi.
Suminova, ey. Das ist, wer soll den Scheiß aussprechen? MMR! Finte, ich mache jetzt einfach immer jedes Mal Finte, weil Nacht und haben wir nicht mehr so viele AP von. Ah, und die überleben dann immer so ein bisschen. Oh nein, 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 geh weg mit Gähner! Hau ab, du Lusche! Ey, da muss ich gleich einen Hyperheiler einsetzen. Zum Glück habe ich die Dinger gekauft. Zum Glück, sag ich euch. Gladagladi. Das kann man wieder oben aussprechen. Das ist aus der dritten Generation. Ne, das ist aus der vierten noch. Gladagladi kam erst in der vierten. Aber das kann man aussprechen noch. Vierte Generation kann man noch aussprechen. Fünfte Generation. Boah, das ist Kauderwelsch. Das ist Psychokampf, also Fluggeist. Pokémon wechseln. Fuzzersnob. Ja, ein richtiges Fuzzersnob. Ja, und ja. Also, wie gesagt, ey, das ist doch einfach nur, boah, ey, ich krieg's Kotzen bei der fünften Generation, wenn ich den Namen ab und an lese. Ich meine, hier, Gladagladi, die kam, meine ich, aus der vierten Generation noch mit. Also, kam zur vierten Generation dazu als Weiterentwicklung von Trassler aus der dritten Generation. Kann man aussprechen. Das kann man ohne Probleme aussprechen. Aber hier, solche Zungenbrecher wie Suminuvaro oder was weiß ich nicht was. Jetzt kommt auch noch hier Zyntomega. Das kann man wiederum noch zum Glück aussprechen. Keine Ahnung, aus welcher Generation das jetzt kommt. Das habe ich gar nicht aufgeschrieben, glaube ich. Doch, da. Ist Psycho. Käfergeist Unlicht. Käfergeist Unlicht. Ja, Unlicht wäre wieder Zororak. Aber das ist noch am schön am Pennen. So eine Trantüte. Habe ich zufällig einen Geist-Pokémon? Ich glaube gar ja, nicht. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich das nicht habe. Ja, er muss zu Rorak rein, dann müssen wir den sofort einfach... boah, wie soll ich sagen? Hyperheilen! Okay. Ja, dieses komische Schwabbelding hier. Zyntomega, das kann man noch lesen. Also, das geht noch. Bei einigen ist das echt schlimm, dass... Oder denkst du, die haben nur noch so... Haben die irgendwas genommen, als sie sich die Namen ausgedacht haben? Wirklich, ey... Nee. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Was denkt ihr so über die fünfte Generation? Alleine das Aussehen der Pokémon ab und an. Ich meine, die legendären Pokémon, die sahen sonst immer so, naja, Schoppgesell aus. Also hier richtig Bombe und so, ne? Aber wenn ich mir die aus der fünften Generation angucke, okay, White Kyurem hat wieder was, ne? Hier Black Kyurem, also schwarze Kyurem, naja, keine Ahnung, ey. Alleine Reshiram und Zekrom, ne? Deren Schwänze, sage ich jetzt einfach mal. Nein, nicht diese Art von Schwanz. Warum bin ich das schon wieder paralysiert, ey? Ich krieg zu viel. Das ist potthässlich. Das hat nichts mehr mit Pokémon zu tun. Guckt euch Rayquaza an, guckt euch Groudon an, guckt euch Kyogre an. Alles, boah, Bombe. Und dann kommt so ein Scheiß. Wirklich. Dialga, Palkia, verkraftbar. Sieht eigentlich noch ganz in Ordnung aus. Normaler Pokémon-Style von früher, genauso wie Giratina. Nur halt eben ein bisschen moderner, ne? Aber Reshiram, Zekrom, Alter, ich hab mir gedacht, was ist das denn für ein Müll? Was ist das? Oh, nee, Metagross kommt jetzt. Stahlfeuer, jetzt können wir Dings da, Flamirex einsetzen, weil Bodenfeuer ist darauf effektiv, ist es Stahlpsycho, das Metagross. Kommt auch aus der dritten Generation. Aus meiner Sicht einer der besten Generationen. Storymäßig hier auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, die erste, zweite Generation kenne ich jetzt nicht so ganz so mehr, ne? Aber ich fand die dritte Generation, die habe ich gesuchtet bis zum geht nicht mehr und ich fand die einfach nur genial. Die Namen der Pokémon waren alle verständlich, konntest du so, so herleiten. Klar, man war noch kleiner gewesen, hat man sich mal ein bisschen versprochen, aber trotzdem, das ging, das ging. Und das ist nur noch ein verfickter Zungenbrecher hier in der fünften Generation. Ja, ich flame die fünfte Generation so viel ich will. Boah! Ey, nee. Jetzt mal, schreibt's mal in die Kommentare. Was haltet ihr davon, ey? Ganz im Ernst. Was ist eure Lieblingsgeneration? Sagt mir jetzt nicht die fünfte Generation. Ich reiß euch den Kopf ab. Ey. Okay, aber jedem das Seine, ne? Also, wenn ihr die fünfte Generation feiert, ich tu's nicht. Ich bin noch total sozusagen dann oldschool-mäßig aus eurer Sicht. Auf jeden Fall, ich kann die Zungenbrecher nicht und will sie nicht können im Endeffekt. Also, ey, krieg ich so einen Hals. Und hör mir auf mit deinen scheiß Erdbeben, das regt mich gerade auf. Ich habe keinen Bock hier 5000 Mal Top-Genesung jetzt für dich, die Lappen hier zu verschwenden. Zen-Kopfstoß, mein Gott, jetzt lass es doch mal ein bisschen am Leben, ey. What the fuck, ey? Mein Gott! Ich kann nicht mal zu einer Attacke, okay, doch eine, aber... Boah! Boden, haben wir noch einen Boden-Pokémon? Da!
Bericht, Attacken. Boden, Boden. Nix Boden. Ja, nur Dings da, Flamirex hat das. Krampf! Ja. Ja, ich würde sagen, verkackt. Nee, mich regt diese Erdattacken regen mich auf von Metagross. So, ich muss ich wohl Top-Beleber jetzt mal. Wir haben sogar 8 Top-Beleber. Ohne Scheiß, wir haben 8 Top-Beleber. Elaboltec, du musst jetzt ein bisschen leiden. Ich hoffe, du überlebst das. Ja, locker. Initiative sinkt. Finde ich gut. Statik auch noch. Paralyse. Kann ja nur noch besser werden. So, jetzt Flamirex rein und dann sollten wir das haben. Hoffentlich ist es jetzt paralysiert und hoffentlich sind wir schneller, weil Initiative ist ja auch noch gesunken. Mein Gott! Initiative, oh Gott, ey, ich krieg zu viel. Flamblitz, komm hier, ich flame euch hier schon die Ohren ab, ne? Ich merke das. So, tschüss. Metagross, du bist Geschichte. So. Kat. Nee. Das ist schon wieder so ein Name. Symbolara oder so. Symbolara. Boah, ey. Ist Psychoflug, Elektro, Eis, Gestein, Geist, Unlicht. Pokémon wechseln, in der Voltec kommt rein. Ich hasse solche Zungenbrecher. Was sagt ihr dazu? Jetzt mal ganz im Ernst. Eure Meinung wird euch, wird mich jetzt verdammt nochmal interessieren. Deswegen schreibt euch, flamet euch auch mal aus, so wie ich jetzt hier gerade im Video. Ich mag die Zungenbrecher nicht, ohne Scheiß. Dann alle Pokémon sehen so verdammt kacke aus meiner Sicht. Also, das ist kein Pokémon mehr. Allein das Kampfsystem, ne? Okay, man kann sich dran gewöhnen, aber wirklich? Soll das die Zukunft sein? Von der Story her war ja Wild 2 jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen, ne? Aber trotzdem, seriously? It can't be possible. Nein, nicht impossible, da dieses komische Disney-Typ da. Typ, ne? Ja, egal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also, seid ihr da meiner Meinung oder seid ihr da total gegen meiner Meinung? Also, ich weiß jetzt nicht. Also, ich persönlich hab mich gerade ausgekotzt, will jetzt hier ihre letzten Pokémon dann noch fertig kriegen. Ich hoffe, dass die Verwirrung jetzt nicht die ganze Zeit wirkt. Kommen wir doch nicht noch, oh Gott, scheiß Top-Genesung. Ey, nee! Egal, ihr habt jetzt einen schönen langen Part da, trotz, weil, dass ich zweimal schneiden musste jetzt. Deshalb ist natürlich schon längst geschehen, wenn ihr das seht. Und ja, ich mobb noch einiges vor mir. Jetzt langsam regst du mich auf. Komm schon, jetzt Nachtflut. Geht doch. So, jetzt solltest du down sein. Oder überlebst du wieder mit 1 KP? Nein, zum Glück nicht. Puh. Hat sich dann mal. So, die haben wir fertig. Wir haben jetzt 3 Leute aus der Top 4 geschafft. Ich bin stolz darauf, Sprössling einer angesehenen Familie von Trainern zu sein. Aber das hat mir gegen dich nicht wirklich geholfen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich danach gesehnt habe, einen Trainer wie dir zu begegnen zu dürfen. Ja, das ist ganz toll. Zum Glück laberst du nicht noch mehr. So. Übrig bleibt der Top 4 Typ Eugen. Den würde ich jetzt am liebsten auch noch dranhängen. Und danach kommt noch Lella. Lella. Ja. Und danach ist das Spiel schon so gut wie vorbei. Ach ja, genau, das wollte ich noch erwähnt haben. Was die weiße Baumhöhle angeht. Ich habe mich erkundigt, wie ich es im letzten Part gesagt habe. Es sieht so aus. Man bekommt im Endeffekt immer nur Items. Und am Ende, wenn man alle 10 Ebenen, also Bereiche da geschafft hat, soll man angeblich ein Shiny Dratini bekommen. Ich habe das jetzt nirgendwo nachlesen können, also beziehungsweise ich habe mich nicht wirklich zu sehr damit jetzt beschäftigt, als dass ich das jetzt wüsste. Auf jeden Fall soll man angeblich ein Shiny Dratini dann am Ende bekommen, also nachdem man die 10 Bereiche absolviert hat. Ja, am Ende ist es dann aber auch so, dass wiederum die Cheftrainer da legendäre Pokémon besitzen wie Latias, Latios, Arctos, Zapdos, Lavados und was weiß ich nicht alles. Also wir können uns da gerne dran versuchen und dann auch die Sache da mit der U-Bahn, da muss ich mich auch nochmal genauer erkundigen. Das sage ich euch dann auch noch alles im nächsten Part. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Wenn nicht, dann nicht, dann ist das LP nach der Liga hier vorbei. So, ja, das war's von mir. Wenn euch der Part gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, dann
nicht, dann überhaupt nichts. Dann schreibt trotzdem einen Kommentar. Kotzt euch genauso wie ich die fünfte Generation von dem Pokémon her an. Oder sagt ihr, boah, das ist das geilste Pokémon-Spiel ever. Ho, das ist das geilste Gen. Naja, ist nicht meine Meinung, aber jedem das seine, ne? Aber schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob ihr da genauso wie ich seht. Oder ob ihr sagt, ja, du bist voll der Lappen, Alter. Fünfte Gen, hat alles, was man will. Wenn ja, begründet es auch. Das würde mich sehr interessieren jetzt, also... Ja, ich freue mich auf eure Kommentare und ja, haut rein. Bis dann und ciao!